Liebe Freunde der Elsteraner Hausmusik, heute melden wir uns aus der Regie im König-Albert-Theater. Sie wissen ja, in dem Wort Regierung steckt auch das Wort Regie. Von hier aus wird regiert. Alles, was Licht, Ton, Bühne, Saal betrifft, wird von hier aus gesteuert. Deswegen möchten wir mit Ihnen heute gemeinsam den dritten Advent auch in Gedanken feiern an die Leute, die hinter und vor den Kulissen eines Theaters, eines Kulturbetriebs wirken. Ausgewählt haben wir uns ein Stück von Johann Hermann Schein, einem der berühmtesten Vorfahren von Johann Sebastian Bach als Kantor in Leipzig, mit einem Stück, das wunderbar in die Weihnacht passt. So möchten wir jetzt anfangen mit einer Kerze für die Dramaturgen, Inspizienten, Regiemenschen, die ein Theater zum Leuchten bringen. Die zweite Kerze heute für die unermüdlich wirkenden Techniker, Ton, Licht, Bühne, alles zusammen, die den ganzen Laden wirklich zusammenhalten und wirbeln, was das Zeug hält, um ihnen die schönsten Momente im Theater zu bescheren, die auch jetzt alle wie wir in Stille verharren müssen. Und die dritte Kerze? Für die Leute im Theaterservice, im Veranstaltungsservice, die Ihnen guten Tag sagen, die Ihnen die Garderobe reichen oder abnehmen, die Ihnen das Getränk reichen oder abnehmen und die immer für Sie da sind, wenn Sie Fragen haben. Deswegen heute der dritte Advent für alle Menschen vorhin an den Kulissen. Wir melden uns aus der Kulisse und schauen jetzt auf die Bühne, die doch für uns alle so wichtig ist.